ziemlich viel Gemeinsames haben wir gesehen in Teheran. Putin, der dort Erdogan trifft, Raisi trifft, die drei Hand in Hand auf den Bildern. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, die Bilder Putin mit westlichen Staats- und Regierungschefs, beispielsweise auch mit Macron an einem meterlangen Tisch. Wenn man das vergleicht, was denken Sie dabei? Also dieses Format, dass die drei sich treffen, ist kein neues Format. Das gibt es seit 2018. Da geht es um den Syrien-Konflikt. Man sieht einen gut gelaunten Putin, der das erste Mal seit dem Überfall auf die Ukraine das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion verlässt. Wahrscheinlich ist er froh, dass er mal nicht an diesem langen Tisch sitzt. Man darf aber bei diesen Bildern wirklich nicht naiv sein zu glauben, dass da drei Herren zusammenkommen, die sich unerschöpflich lieb haben. Die Interessen dieser drei in Syrien ist komplett unterschiedlich. Und insofern wird man schauen, Erdogan möchte in Nordsyrien weiter einen Angriff starten gegen den seiner Ansicht nach Terrorismus. Das hat Iran und Russland vehement abgelehnt, dass sie das unterstützen. Auf der anderen Seite möchte Putin mit dem Iran sprechen. Er behauptet ja auch, der Iran würde Drohnen schicken in die Ukraine. Das wiederum leugnet der Iran. Also Sie sehen, es ist eine große Gemengelage. Und diese Bilder täuschen nicht darüber hinweg, dass dort drei sind, die eines verbündet, nämlich die Antipathie dem Westen gegenüber, obwohl die Türkei NATO-Mitglied ist. Aber schon bei dem Thema Ukraine sind die drei völlig unterschiedlicher Meinung. Die Türkei unterstützt die Ukraine mit Waffenlieferungen. Iran hat sich bisher sehr vorsichtig rausgehalten, weil will jetzt den Weg in den Westen auch nicht ganz kappen. Also das sind Bilder, die sehen schön aus, aber dahinter würde ich mal sagen, ist eine sehr, sehr unübersichtliche Gemengelage. Wenig Harmonie dahinter, aber ein deutliches Symbol, ein deutliches Signal auch nach außen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Danke für das Gespräch an diesem Morgen, Frau Strack-Zimmermann. Ich danke Ihnen.